Und zu dir, Jörg. Erstmal schön, dass du heute da bist. Schön, dass du die Gelegenheit ergriffen hast, zu dem Thema KI bzw. dem Teilthema, das dich auch beschäftigt, heute zu berichten. Ich habe dich so ein bisschen gezielt auch angesprochen, weil ich finde, dass das einerseits ganz gut eben anschließt an das, was Casey vor einem Monat schon so angefangen und aufgegriffen hat. Außerdem ist das Thema, das du heute mitgebracht hast, ja durchaus auch in Funk und Fernsehen zurzeit, beziehungsweise gibt es Diskussionen darüber. Aber bevor wir dich zu dem Thema sprechen lassen, erstmal vielleicht ganz kurz dazu, welche Verbindung es zwischen uns zwei gibt. Also ich habe dich, glaube ich, bewusst das erste Mal getroffen. Es müsste 2016 oder 17 gewesen sein, und zwar in Düsseldorf auf einem Accessibility Club bei Trivago. Und das war ja für dich Heimspiel sozusagen. Du bist in Düsseldorf, aber wir haben uns, also ich, oder zumindest ich habe dich vorher schon über dieses Internets natürlich kennengelernt oder wahrgenommen jedenfalls. War schön, dich damals zu treffen. Und seit da begegnen wir uns immer wieder. Wir haben einerseits die Gemeinsamkeit, dass wir beide Prüfstelle sind und im BGBTV-Test Prüfverbund aktiv sind. Wir haben auch darüber hinaus beruflich immer mal wieder miteinander zu tun. Was fällt dir noch so ein, Jörg? Nö, das ist es, glaube ich, so schon. Das passt schon. Danke für die Einführung. Hast du zu dir selbst so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte in deinen Folien? Nee, tatsächlich habe ich die nicht. Wenn ich so in die Runde schaue, behaupte ich auch mal, dass zumindest ein Großteil eine grobe Idee davon hat, wo man mich hinstecken muss. Deshalb würde ich den Part wahrscheinlich auch maximal kurz halten, auch mit Blick auf die Uhr, weil ich natürlich schon möchte, dass wir hinterher vielleicht noch so 10 Minuten haben, um einfach zu diskutieren, und miteinander zu sprechen. Das wäre so Ich mein Wunsch. sehe schon, die Reifen sind heiß. Also, dann würde ich sagen, Jörg, teile deinen Bildschirm Ja, und die mache ich Bühne gehört gerne. dir. So, fangen wir mal damit an. Und ich will einfach den Bildschirm teilen, das macht es einfacher. So, genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Natürlich eine kleine Folie zu mir gibt es gleich dann schon. Man sieht auch an dieser wunderbaren Farbwelt, dass das Projekt Leichte Sprache IO, Leichte Sprache im Handumdrehen, nicht Anatom 5 ist. Und ich als Geschäftsführer von Anatom 5 hauptsächlich wahrscheinlich eher diesem Kreis hier bekannt bin. Leichte Sprache IO ist ein Randprojekt, das ich mit Freunden zusammen gemacht habe, begonnen habe Anfang 2023. Und was Mitte 2023 dann soweit fertig geworden ist, dass wir es als Beta-Version online gestellt haben. Ihr könnt es euch also gerne noch angucken. Ich habe aber gesehen, viele von euch sind auch schon mal dort gewesen und haben sich also unter leichte-sprache.io mal angemeldet und dort selbst mal einen Eindruck verschafft. Wer noch nicht da war, kann das gerne einfach machen und einfach mal selber ein bisschen ausprobieren und selber Eindrücke gewinnen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass das hier alles funktioniert. Genau. Ganz wichtig noch, wie gesagt, ich bin nur ein Teil von diesem Projekt. Ich bin sozusagen der, der die Expertise im Bereich Barrierefreiheit natürlich mit eingebracht hat und natürlich auch irgendwie das Wissen, das Ganze einzusortieren, vielleicht auch schon ein bisschen sozusagen die Pros und Kontras schon auch gedanklich mit vorwegzunehmen. Und ich habe das mit zwei Kollegen gemacht, einmal Christian Lasny und einmal Marcel Wittwer. Und wie gesagt, ich bin nur ein Part davon. Und wie gesagt, es soll gar keine Werbeveranstaltung werden für leichte Sprache.io, sondern ich möchte euch so ein bisschen auf die Reise mitnehmen und mal so ein bisschen erzählen, wie ist das Projekt entstanden, was war so der Hintergrund. Einige kennen mich ja auch, Dirk Hensche zum Beispiel habe ich gesehen, ist auch da, hallo. Und wir kennen uns auch sehr gut, haben auch schon zusammengearbeitet und insofern. Ein Teilbereich unserer Dienstleistung Anatom 5 ist auch immer gewesen, Übersetzung in leichte Sprache, ist aber auch
Ein sehr bescheidener kleiner Teil. Also ist vielleicht von dem Gesamtpaket, was wir so machen. Joschi hat schon gesagt, wir sind ja auch zum Beispiel Prüfstelle beim Big Bit for Test Prüfverbund. Wir sind Berater, wir machen Schulungen, wir setzen aber auch selber Projekte um. Alles in diesem Bereich digitale Barrierefreiheit. Und da ist vielleicht Übersetzung in leichte Sprache immer im Gesamtpaket vielleicht 1% gewesen. Trotzdem schon seit vielen Jahren immer bei uns ein Thema. Ich selber habe es auch übersetzt. Ich habe es aber nie professionell gelernt im Sinne, wie man das so heute dann macht, bei der Uni Hildesheim zum Beispiel. Sondern wir haben es sicherlich noch gelernt auf der Basis der Vorgaben von Netzwerk People First und dann auch Learning by Doing und Anwendung der Regeln. Und das ist so ein bisschen der Background auch, den ich dann habe. Das heißt, ich bin kein Linguist, ich komme aus einer anderen Ecke. Aber da ist dann die Idee entstanden. Also stell dir mal vor, weil ich weiß also, wie viel Arbeit das Ganze ist. Ich habe zum Beispiel, erzähle ich schon mal ganz gerne mal, wer bei mir auf der Website schon mal war, hat es auch schon mal gelesen. Ich habe 2018 mal die AGB von PayPal in leichte Sprache übersetzt. Die sind auch aktuell immer noch online. Wer also wirklich mal Lust hat, sich das anzugucken und dann auch auseinander zu pflücken und auch nach den aktuellen Regeln mal zu bewerten, der wird sicherlich auch einige Probleme und Fehler und Unrichtigkeiten finden, wie auch immer. Aber das war eine Mammutaufgabe, mehrere zigtausend Zeichen Text in leichte Sprache übersetzen. Ich weiß, wie aufwendig das ist und die Vorstellung, leichte Sprache könnte es überall geben, fand ich erstmal gut. Also war die Idee, stell dir mal vor, jeder Mensch könnte leichte Sprache schreiben. Ja, ist erstmal so ein Gedanke, ja, den kann man haben. Stell dir vor, Texte in leichter Sprache gäbe es überall. Leichte Sprache gäbe es fast in Echtzeit, also vielleicht auf Knopfdruck, in welcher Form auch immer, ob das über ein Tool ist wie leichte-sprache.eu oder ob das einfach mal gesponnen ein Browser-Plugin ist oder ob das irgendwo in den CMS implementiert ist oder wie auch immer, sei mal dahingestellt. Ob das überhaupt funktioniert, sei auch mal dahingestellt. Einfach nur den Gedanken gesponnen und jeder erhält bei Bedarf alles in leichter Sprache. Das ist ja nicht nur im Web so, es wäre auch in, was weiß ich, auf einer App so. Es könnte aber auch sein, dass irgendwo auf Ämtern im Büro jemand einfach nur sagt, kein Problem, hier ist unser Text, Übersetzung in leichte Sprache. Könnte ein Plugin in Word sein, in whatever. Ist eine Fantasie, würde aber natürlich dazu führen, dass alle Menschen sofort und überall, die es brauchen, leichte Sprache hätten. Nicht einfache Sprache, sondern ich meine tatsächlich leichte Sprache. So, das ist natürlich nicht die Realität, da sind wir meilenweit von entfernt. Das ist uns auch klar. Und wir haben uns natürlich auch im Vorfeld die Realität angeschaut, um zu schauen, kann KI hier eine Lösung sein? Und ich denke, wir alle können, sollen anerkennen, dass Texte in leichter Sprache viel Geld kosten. Jetzt kann man über das Wort viel, kann man diskutieren. Inga Schiffler habe ich eben auch gesehen und ich hoffe, sie nimmt es ja nicht übel, dass ich ihr sozusagen ihre kleine Umfrage, die sie mal gestartet hat, was sozusagen für Normseitenübersetzung, Normseitenverständlichkeitsprüfung und so weiter aufgerufen wird. Ich habe sie auch verlinkt hier, es gibt sie auch als PDF-Dokument. Und ich habe das jetzt wirklich vereinfacht zusammengefasst, aber nagelt mich nicht auf 3 € fest, aber die Bandbreite von Übersetzungen, Normseite, leichte Sprache, 70 bis 150 Euro. Da kommt tatsächlich was zusammen, wenn man das schon mal gemacht hat. Also selten hat man nur eine Seite Übersetzung. Ich würde mal sagen, mindestens 2, 3 Seiten hat man. Und dann ist man eigentlich bei jeder Übersetzung schon bei irgendwas von 250 bis 450 Euro. Und dann, wenn man noch die Verständlichkeitsprüfung dazu nimmt, in iterativen Schleifen, da kommt für eine ganz normale kleine Übersetzung eine Menge zusammen. So. Logischerweise, Texte in leichter Sprache dauern lange, ja, weil es ist momentan Handarbeit. Und die Erfahrung selber hat gezeigt, Lieferzeiten hängen von verfügbaren Übersetzungsbüros und Prüfstellen ab. Und Prüfstellen sind rar und meist nicht kurzfristig verfügbar. Und sozusagen das Timing und der gesamte Workflow muss sich gerade bei den Prüfstellen eigentlich auch an dem Workflow der Prüfstellen orientieren. Wenn dort vielleicht gerade krankheitsbedingt Ausfälle sind, wenn dort Ausfälle sind aufgrund von keine Lust oder ich kann gerade nicht oder psychischer Nichtbereitschaft aus unterschiedlichen Gründen, kann man das auch nicht erzwingen, sondern dann muss man eben auch warten, bis das sozusagen läuft. Und damit einhergeht, und das ist
Fakt, keine tagesaktuellen Nachrichten, keine Laufzettel, keine Aushänge, keine Warnmeldungen, keine Untertitel, nichts, was man eigentlich mehr oder weniger in Echtzeit bräuchte. Habe extra dazu geschrieben, Quelle, meine persönliche Einschätzung, weil natürlich Meinung ist auch erlaubt und jeder kann natürlich auch dazu eine andere Meinung haben. Aber das ist, glaube ich, schon mal etwas, was der Realität relativ nahe kommt, wer sich auch selber schon mal mit leichter Sprache sich auseinandergesetzt hat und mit dem Bestellprozess und von Ausgangstext bis fertiges Ergebnis. Tatsächlich ist es so, eine Untersuchung des Humboldt-Instituts für Internetgesellschaft 2023 hat 2400 Seiten von Behörden gecrawlt und explizit auf Texte in leichte Sprache hin abgesucht. Ich kann über die Genauigkeit nicht sagen, habe aber die Studie hier verlinkt. Und tatsächlich war es so, dass gerade mal 2% aller Seiten im behördlichen Umfeld mehr als 3 Seiten in leichter Sprache hatten. Wir wissen also alle, wir sind, glaube ich, alle Experten. Das heißt, die 3 Seiten, die auf den meisten Seiten in leichter Sprache vorhanden waren, können wir uns alle selber zusammenreihen. Das sind die Mindestanforderungen aus der BitV. Nach Hochrechnung haben nur 1/3 aller Behördenseiten überhaupt Inhalte in leichter Sprache. Wovon wir aber davon ausgehen müssen, dass die meisten dazu verpflichtet sind. Nicht alle, steht ja in den Landesverordnungen drin, aber ein Großteil dürfte trotzdem dazu verpflichtet sein oder eben aus Selbstverpflichtung es eigentlich machen müssen. Weiter sollten wir anerkennen, dass Regelwerke nicht verbindlich sind. Ja, das heißt, sie sind nicht in Gesetz geschrieben. Wir haben eine DIN-Spec 33429, die ist, ich glaube, die Kommentierungsphase ist beendet. Da bin ich nicht ganz so tief drin. Die müsste irgendwie Mitte des Jahres beendet gewesen sein. Wie lange das jetzt dauert, bis aus der Spec dann tatsächlich eine DIN-Norm wird, kann ich nicht genau sagen. Das wissen andere sicherlich besser. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass sie nicht die Gesetzgebung übernommen wird. Direkt wäre zumindest meine Vermutung. Und insofern ist sie eine Empfehlung. Obwohl man sich natürlich dran hält, logischerweise, wie man sich auch oder versucht dran zu halten und genauso auch an die Vorgaben vom Netzwerk People First oder anderen Vorgaben, Duden Verlag etc. Gleichzeitig müssen wir, glaube ich, auch erkennen, wo leichte Sprache herkommt. Da, wo sie herkam, als ich sie noch gelernt habe, gab es keine Literatur wie Duden dazu. Es gab auch noch keinen DIN-Entwurf dazu, logischerweise. Es gab unterschiedliche Strömungen. Es gab sozusagen immer den sozial orientierten Ansatz aus Netzwerk People First mit relativ überschaubarem Regelwerk. Und mittlerweile gibt es einen sehr starken linguistischen Ansatz. Stichwort Uni Hildesheim, zertifizierte Übersetzer und Übersetzerin, Duden Verlag und so weiter. Da bewegt sich sozusagen aktuell das Regelwerk, aber aus meiner Sicht gibt es, das ist so auch mein Gefühl, immer noch offene Diskussionen. Wann die mal abschließend geklärt wird, wird man sehen. Also Stichwort Mediopunkt oder Bindestrich, gar kein Genitiv oder Genitiv unter welchen Bedingungen, gar keine Verneinung oder Verneinung unter Bedingungen. Gendern ist auch ein großes Thema, steht zum Beispiel auch in der DIN-Spec dann mit drin, müsste man aber bei jedem Text vorher erklären, kann man auch eine Meinung zu haben. Prüfgruppen, ja, nein. Wie viele Aussagen pro Satz, wenig Aussagen, nur eine Aussage und so weiter. Das heißt, meiner Meinung nach haben wir Regeln, die uns eine Guideline sind, die aber nicht sozusagen sowas sind wie eine TÜV-Abnahme. Fakt ist auch, das ist wiederum meine persönliche Einschätzung, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Leichte Sprache ist vielen Menschen gar kein Begriff. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Menschen mit leichter Sprache eine vereinfachte, allgemeinverständliche Sprache assoziieren, was falsch ist. Die echte leichte Sprache ist aber weitgehend unbekannt. Ja, das heißt also, ich glaube, das kennt ihr alle, wenn man mit den Leuten spricht, na ja, leichte Sprache ist ganz, ganz wichtig, das machen wir auch. Ja, nee, wir meinen nicht einfache Sprache oder vereinfachte Behördensprache, wir meinen wirklich leichte Sprache. So, also ich glaube, wenn man wirklich die Menschen sucht, die sagen, okay, ich weiß genau, was leichte Sprache ist und kann das einsortieren und auch abgrenzen von einfacher Sprache, das ist tatsächlich, das sind sehr wenige Menschen. Und
Tatsächlich, das habe ich aber, diesen Begriff Anbietermarkt, den habe ich gefunden in einem Text, der ist auch schon ein bisschen älter, der ist von 2015 von der Bundeszentrale für politische Bildung. Leichte Sprache ist ein Anbietermarkt. Das fand ich sehr interessant und ich finde das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, das einfach mal so festzustellen. Ja, für sich selber auch. Also das können wir auch gerne diskutieren. Aber natürlich gibt es eine gewisse Forderung seitens der Zielgruppe selber. Aber die Zielgruppe selber würde es nie dazu bringen, dass leichte Sprache tatsächlich im Massenmarkt ankommt. Und vielleicht sogar auch dazu führt, dass sich Menschen damit selbstständig machen, dass Agenturen, Büros und so weiter, Fortbildungseinrichtungen und so weiter eine gewisse Größe erreichen. Das funktioniert im Prinzip durch Ökonomisierung. Das heißt, leichte Sprache, und das ist jetzt das Zitat, wird zunehmend ökonomisiert. Es entwickelt sich um leichte Sprache ein Anbietermarkt von Übersetzungsbüros und Fortbildungsinstitutionen. Das ist so, das ist aber auch in allen anderen Bereichen der Barrierefreiheit so. Da sind Agenturen wie Tollwerk oder auch Anatom 5 Zeugnis von. Es gibt einfach einen Markt, solange es einen Bedarf gibt. Das erstmal so als Setting. Erste Schritte, die wir durchlaufen sind, ich muss mal so ein bisschen auf die Uhr gucken, dass ich da ein bisschen im Lot bleibe. Grundsätzlich ist, Casey hat es auch gezeigt, das fand ich ganz toll. Also ich habe mir das Video auch, ich kann es nur empfehlen, bitte, Barrierefrei mit KI. Die letzte Folge ist wirklich super. Es war auch eine super Vorbereitung für mich für den heutigen Tag. Und Casey hat auch schon so ein bisschen gezeigt, was man mit ChatGPT machen kann. Auch einfach mal Text in, vielleicht gesagt, leichte Sprache übersetzt, aber einfache Sprache war es dann übersetzt. Und tatsächlich einfache Sprache ist relativ simpel zu machen. Und da wollte ich euch auch einfach mal ganz kurz mitnehmen. Habt ihr vielleicht auch selber schon mal ausprobiert? Hat nichts mit leichte Sprache IO zu tun, sondern einfach mal, was kann ich eigentlich so mit Bordmitteln machen? Ich zeige euch später auch mal eine etwas bessere Umsetzung hinterher. Hier habe ich mir einfach nur ein Textfragment genommen, was eigentlich relativ sinnfrei ist und auch als loses Textfragment keine gute Vorlage ist für einen guten Text in leichte Sprache. Habe ich irgendwo aus dem Forum, war eigentlich nur eine Frage. Fand es aber ganz nett, weil es eine alte Sprache ist, wo auch aus unserer heutigen Sicht Schreibfehler drin sind. Ich lese es mal kurz vor. Doch obwohl Sie jetzt in dieser Technik, zu der Ihnen als Lot allerdings nur in der Natur vorkommende, nicht selbst legierte Metalle, Silber und silberhaltiges Gold und als Lötrohre lehmumwickelte Rohrstänge und als Flussmittel Kupfergrün statt Borax dienten, zu sehr beachtlichen Leistungen brachten, haben sich die Goldschmiede auch in später Zeit vor dem Löten immer gescheut. Also wirklich ein sehr schöner Satz und habe den einfach auch mal mit einem Mini-Prompt durch ChatGPT 4 geschickt. So, das ist ein Ergebnis, einfach nur mit dem ganz simplen Prompt, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen, schreibe den folgenden Text für eine Achtjährige in möglichst einfacher Sprache. Und da kann man mal gucken, was dabei rauskommt. Tatsächlich haben, ich weiß nicht mehr, auf welchem Blog ich das gelesen habe, aber tatsächlich Untersuchungen mit Lesbarkeitindex ergeben, dass ChatGPT from scratch mit einfachen Anweisungen wie dieser schon relativ einfache Sprache hinbekommt. Ergebnis ist, stell dir vor, es gibt Leute, die ganz toll Schmuck machen können. Sie benutzen dafür besondere Techniken. Früher hatten sie nur Sachen aus der Natur, wie echtes Silber und Gold mit Silber drin. Sie hatten keine Maschinen, um das Metall zu mischen. Zum Schmuck machen benutzten sie dünne Stöcke, die mit Lehm umwickelt waren und ein besonders grünes Pulver, das aus Kupfer gemacht war. Das war anders als heute, wo wir auf Borax benutzen. Ich muss gerade mal gucken, ich habe ja ein bisschen was drüber liegen. Da sehe ich nämlich nicht, was da steht. Das war anders als heute, wo wir auf Borax benutzen. Die Leute waren wirklich gut darin, aber das Zusammenschmelzen von Metallen, was man Löten nennt, fanden sie immer ein bisschen schwierig, auch später noch. So, ich persönlich war ein bisschen enttäuscht von dem Ergebnis. Ich hatte mir von dem Prompt etwas mehr erwartet, habe dann aber noch ein bisschen weiter rumprobiert. Habe also dann mal das gemacht, was auch Casey gemacht hat, ohne das Ganze noch vorzuprompten und habe gesagt, schreib den folgenden Satz in leichterer Sprache, verwende die Regeln für leichte Sprache, in der Hoffnung, das wird schon ein bisschen besser. Gucken wir mal, wie das Ergebnis dort war. In der alten Zeit waren die Goldschmiede sehr gut im Löten. Löten ist eine Technik, um Metalle zu verbinden. Die Goldschmiede hatten nur natürliche Materialien. Sie benutzten echtes Silber und Gold mit Silber darin. Zum Löten nahmen sie Rohrstänge, die mit Lehm umwickelt waren. Anstatt Borax verwenden sie Kupfergrün als Hilfsmittel. Obwohl sie sehr gut im Löten waren, hatten viele Goldschmiede auch später noch Angst vorm Löten. Hat sich schon ein bisschen verändert. Man sieht aber,
Es gibt relativ kurze Sätze, aber natürlich ist jetzt erstmal formal auch alles in Sätze hintereinander gereiht, nicht irgendwie in Sätzen untereinander, also nicht ein Satz pro Aussage und dann irgendwie untereinander formatiert. Das geht dann sicherlich auch noch besser. Hab das Ganze also auch einfach nochmal so ein bisschen erweitert. Ich wollte jetzt nicht zu weit gehen. Ich muss mal gucken, ob ich hier unten das Panel wegschieben kann. Mal gucken, ja, weil das überlagert nämlich meinen Content. Und ich habe einen erweiterten Prompt noch gemacht. Das ist jetzt auch nicht so kompliziert. So Prompts können auch sehr, sehr lang sein. Also wer sich da mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, der kann teilweise feststellen, dass Prompts hinterher länger sind als das Ergebnis, was rauskommt. Also ich habe sicherlich auch schon mal Prompts geschrieben, die eine halbe DIN A4-Seite lang waren, aber der ist jetzt relativ überschaubar. Übersetze den folgenden Satz in leichte Sprache. Verwende dafür die Regeln für deutsche leichte Sprache. Schreibe immer nur eine Aussage in einer Zeile. Formatiere den Text so, dass ich ihn in PowerPoint direkt als unnummerierte Liste importieren kann. Benutze keine Nebensätze. So, das war jetzt mal ein Versuch. Ergebnis war schon ein bisschen besser. Die Goldschmiede waren in einer Technik sehr gut. In dieser Technik benutzen sie nur Metalle aus der Natur. Die Metalle waren Silber und Gold mit Silber. Zum Löten nutzen sie Rohrstänge mit Lehm. Sie verwendeten Kupfergrün statt Borax. Trotz ihrer Fähigkeiten hatten die Goldschmiede Angst vorm Löten. Die Angst blieb auch später bestehen. So. Also das ist jetzt etwas, was jeder, der ChatGPT nutzt oder in dem Fall, das würde wahrscheinlich sogar auch fast im Bing-Chat funktionieren, mit diesem simplen Prompt schon generieren kann. Das ist dann einfache Sprache. Die Profis, die hier an Bord sind, machen sich vielleicht jetzt schon Notizen und sagen, okay, selbst für einfache Sprache sind da noch irgendwelche Sachen drin, die da raus müssen. Aber was es definitiv natürlich noch nicht ist, leichte Sprache. Aber das heißt, man muss schon einen gewissen Aufwand betreiben, um dort überhaupt hinzukommen. Dann machen wir mal weiter. Ich habe jetzt exakt dieses Beispiel und das ist einfach ein Beispiel da drin, um zu zeigen, dass das Ganze einfach auch nicht ganz einfach ist. Exakt dieses Beispiel auch übernommen, nämlich wieder diesen Satz und man sieht schon, dieser Satz macht eigentlich nicht so richtig viel Sinn und dieser Satz aus dem Kontext gerissen, wird wahrscheinlich nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Ich sage immer, ich brauche eigentlich eine geschlossene Story, ohne Gedankensprünge. Die kann so komplex sein, wie sie will, auch was den Satzbau angeht, was die Worte und die Fachbegriffe und so weiter angeht. Aber es muss eine geschlossene Story sein. Das ist hier in dem Sinn eigentlich nicht gegeben. Und dann schauen wir mal, was jetzt leichte Sprache IO daraus gemacht hat. Und auch da wird man sofort, Profis werden feststellen, da sind Dinge drin, die man nachbearbeiten müsste. Ja, also was macht jetzt der Text daraus? Der Text erzählt von Goldschmieden. Goldschmiede arbeiten mit Metall. Früher haben sie nur Metalle verwendet, die sie in der Natur fanden, zum Beispiel Silber und Gold. Sie haben keine Metalle gemischt. Sie haben zum Löten Rohre benutzt. Die Rohre waren mit Lehm umwickelt. Sie haben auch Kupfergrün verwendet und kein Borax. Kupfergrün ist ein spezielles Mittel. Mit diesen Werkzeugen und Materialien haben sie gute Arbeit gemacht. Später hatten die Goldschmiede aber Angst vor dem Löten. So, jetzt weiß ich ganz genau, was würden die Übersetzerinnen und Übersetzer in leichte Sprache hier machen, den Rotstift ansetzen und ganz viele Dinge hier markieren, die schon nicht korrekt sind. Ob das jetzt die Trennung mit Bindestrich statt mit Mediopunkt ist, die Großschreibung, ob das sozusagen die verwendeten Zeilen sind, ob das Nebensätze sind, ob das nicht erklärte Begrifflichkeiten sind und so weiter und so fort. Also hier gibt es ganz viel, aber da komme ich später noch drauf. So, dann habe ich einen zweiten Text genommen und den habe ich selber geschrieben. Dabei hatte ich allerdings auch nur so die Hälfte geschrieben und habe dann ChatGPT gebeten, die Story zu Ende zu erzählen. Und zwar in dem Duktus, wie ich sie geschrieben habe. Ich lese den Satz mal vor, weil da ging es mir auch darum, viele Begriffe zu verwenden, die für jemanden, der auf leichte Sprache angewiesen ist, nicht verdaulich werden. Eine trächtige Füchsin schnürt gemächlich ihren üblichen Trampelpfad am Rande eines Auenwaldes der Abendsonne entgegen. In ihrem Schlepptau trottet der Wurf vom letzten Jahr, erschöpft von den Strapazen des mittlerweile fast vergangenen Tages. Plötzlich huscht ein Schatten über die kleine Meute. Ein Habicht zieht vor der blauen Stunde seine Runden am Himmel in der Hoffnung auf ein letztes Mal, bevor die Sonne am Firmament verschwindet und den Tag der Nacht übergibt. Seine scharfen Augen sind auf die kleine Versammlung gerichtet. Ist das die erhoffte Mahlzeit? Wohl eher nicht. Für die kleine Gruppe besteht keine Gefahr. Die wehrhafte Füchsin mit ihren Jungen ist definitiv eine Nummer zu groß für den Habicht, der als Beute eher Mäuse und anderes Kleintier bevorzugt.
In weit gezogenen Kreisen entschwindet der Habicht in der Abenddämmerung. So, das ist sicherlich ein Text, den werden viele Menschen nicht verstehen. Aber, und das ist das Wichtige, ich habe ganz bewusst eine geschlossene Geschichte erzählt, die keine Sprünge beinhaltet und die unser Tool hoffentlich weitgehend gut hinbekommen sollte. Zumindest schon mal als groben Entwurf. Und hier habe ich auch keine Hand angelegt, darum ging es nämlich auch gar nicht, sondern es geht erstmal darum, was macht das Tool da draus? So, und dann heißt der Text spricht über eine Fuchsmutter und ihren Jungen oder ihre Jungen. Sie gehen am Waldrand spazieren. Es ist fast Nacht. Die Fuchsjungen sind vom Tag müde. Plötzlich sehen sie einen Schatten. Es ist ein Habicht. Der Habicht fliegt in der Luft. Er will noch Essen finden, bevor es Nacht wird. Der Habicht schaut die Füchse an. Er überlegt, ob die Füchse sein Essen sein können. Aber die Füchse sind zu groß für ihn. Der Habicht isst lieber Mäuse und kleine Tiere. Der Habicht fliegt weg. Er macht große Kreise in der Luft. Dann verschwindet er in der Abenddämmerung. So, das ist sozusagen das, was jetzt unser Tool daraus macht, auch in der Formatierung. Man kann wechseln zwischen Mediopunkt oder Bindestrich. Aber das ist sozusagen die, man kann sagen, Rohfassung. Oder wenn jemand diese Fassung eins zu eins nehmen würde und da gibt es einen großen Aufschrei, würde sagen, das ist jetzt mein Text in leichter Sprache, dann wäre das das Ergebnis. Das ist natürlich von unserem Tool aus meiner Sicht ein sehr gutes Ergebnis, wo man vergleichsweise vielleicht wenig bearbeiten müsste. Es gibt aber sicherlich auch viele Beispiele, wo es schlechter funktioniert. Das hängt aber vom Input ab. So, das erstmal so, dass ihr eine Idee davon habt, wovon wir reden. Welche Herausforderungen hatten wir? Denn natürlich gibt es Schwierigkeiten nach ersten Erfolgen. Die erste Erfolge habe ich euch gezeigt. Also das geht relativ schnell. Aber das ist auch heute noch so. Das wissen wir auch. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema befasst, gibt das auch offen zu. Oft sind Texte in leichter Sprache, bei genauer Betrachtung Texte in einfacher Sprache. Die einfache Sprache und die leichte Sprache sind zwar beide auf ausgerechnet, Texte verständlicher zu machen, aber sie unterscheiden sich formal sehr stark. Ich habe das in den Beispielen, glaube ich, auch schon ganz gut deutlich machen können. Und der letzte Text kommt schon in eine Richtung, wo ich sagen würde, als Rohmasse ist es für den Ausgangstext sicherlich gutes Material, um darauf mit in relativ kurzer Zeit ein sehr gutes Endergebnis aufzubauen. Grundsätzlich, auch wenn sie für uns als Menschen sehr einfach erscheinen, sind einige Regeln für KI sehr komplex. Kurze Sätze, das ist relativ einfach. Da könnte ich jetzt Worte zählen, ich kann auch Zeichen zählen, das funktioniert relativ gut. Einfacher Wortschatz kann man natürlich auch definieren, indem man jetzt sagt, also bestimmte Worte mit einer bestimmten Wortlänge sind schon aufgrund der Länge schwieriger als sehr kurze Begriffe. Das muss aber auch nicht immer der Fall sein, weil ein kurzer Begriff wie der Pate oder Papst sind auch im Zweifelsfall erklärungsbedürftig, während längere Begriffe durchaus allgemeinverständlich sein können. Insofern gibt es bei manchen Sachen durchaus Schwierigkeiten, der KI beizubringen, was wir denn von ihr wollen. Gleiches gilt auch für Abstraktion oder Fremdwörter. Also man muss der KI schon auch beibringen, was man denn darunter versteht. Gleiches gilt auch für Mehr- und Doppeldeutigkeiten oder Ironie und Sarkasmus. Ja, also man will ja auch nicht zu viel. Man will ja auch nicht, dass Sprache plötzlich komplett sich falsch anhört. Nicht nur formal falsch, sondern auch von der Wortwahl falsch. Also wenn die KI irgendwann anfängt, verzweifelt nach Begriffen zu suchen, die zu dem Schema passen, was man sich wünscht, das aber nicht mehr zu der Sprache passt, die sie eigentlich repräsentiert, wird es auch sehr schwierig. Einfacher ist es da schon einigermaßen klar zu machen, wie zum Beispiel Zahlen formatiert werden sollen, wenn sie niedriger als 10 sind im Text, oder Abkürzungen zu vermeiden, solche Dinge, auch die Verschachtelung von Nebensätzen, eingeschlossene Nebensätze, solche Sachen, das kriegt man relativ gut hin, ist aber auch schon eine Herausforderung, weil die KI immer wieder rückfällig wird. Ganz schwierig ist auch das Thema konkrete Beispiele. Wenn im Text Auflistungen sind, würde die KI an sich auch erstmal einen sehr einfachen Text mit wenigen Worten mit kommagetrennten Auflistungen formulieren. Einer KI beizubringen, dass sie aus diesen kommagetrennten Auflistungen sowas macht wie Beispiele dafür sind, Doppelpunkt, und dann sagt man, Apfel, Birne, Banane ist gar nicht so einfach, weil für die KI jede Art der Einleitung, wie Beispiele dafür sind,
immer gleich ist. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel ganz konkrete Vorgaben gemacht, was denn so die typischen Einleitungen von so Auflistungen und mussten also die KI erstmal ganz klar antrainieren, wann macht welche Einleitung denn wirklich auch Sinn. Da kommen auch, man glaubt es kaum, sehr krude Beispiele sonst raus. Ganz schwierig ist gleichbleibende Begriffe. Da bin ich ganz ehrlich, das funktioniert noch nicht. Es ist auch wahnsinnig schwierig, und das funktioniert vor allem auch nicht über Texte hinweg. Also wenn ich einen Text übersetze und danach aus einer Serie von Texten, die alle zusammengehören, danach den nächsten Text reinschmeiße und dann wieder den nächsten Text, dann behandelt das Tool oder die KI jeden Text isoliert und geht also nicht her und verwendet sozusagen Begriffe immer gleich. Ja, überhaupt ist das auch ein Problem, dass jede Übersetzung immer anders ist. Ja, das heißt, wenn ich eine Übersetzung, wie jetzt eben die Geschichte mit der Füchsin, einmal übersetzen lasse und ich sage, mach nur eine leichte Verbesserung, dann funktioniert das zumindest mit unserem Tool nicht, dass man jetzt sagen kann, behalt alles bei, aber ändere nur den letzten Satz. Das heißt, man drückt auf den Knopf und es kommt eigentlich sofort wieder was Neues raus. Wenn man das mit ChatGPT und Co. macht, kann man natürlich sagen, behalte alles bei, aber ändere den letzten Satz oder so. Also das ist schon nicht trivial. Genau. Aber das reicht, glaube ich, mit Blick auch auf die Zeit. Weitere Herausforderungen sind tatsächlich die Formatierung, wie wir es gerade gesehen haben. Sowas wie ein Satz pro Zeile, das ist schon relativ trivial. Aber eben beispielsweise zusätzliche Sachen wie Fettung von Negationen, Trennung von Wortzusammensetzungen, also welche Worte sollen getrennt werden, welche nicht. Das ist wirklich eine große Herausforderung gewesen, weil die KI immer wieder auf die Idee kommt, Worte zu trennen, die wir definitiv nicht trennen würden. Solche Dinge, die muss man isoliert antrainieren. Letztendlich muss man auch dafür sorgen, dass die KI sich selber prüft. Das heißt, die ersten Ergebnisse in iterativen Schleifen durch eine Selbstkorrektur schicken. Genau, also ist wirklich kein Genitiv enthalten, wirklich do keine doppelte Vermeidung, wirklich keine eingeschlossenen Nebensätze und so weiter. Und man muss wirklich auch schauen, dass die KI nicht was dazu erfindet. Wir haben es bei den Beispielen gesehen mit ChatGPT. Das passte ganz gut, das passte auch ins Bild. Das war jetzt kein Problem bei diesen Sachen in einfacher Sprache. Aber auch da hat man gemerkt, dass auch ChatGPT da etwas fehlt an Informationen und hat dann sozusagen in der Einleitung Dinge ergänzt, die eigentlich gar nicht da waren, um dem Ganzen sozusagen um die Story abzurunden. Und gerade bei Übersetzung in leichte Sprache müssen wir natürlich schauen, dass genau das nicht passiert, gerade bei kurzen Texten oder sehr unklaren Textfragmenten, dass die KI dann auf die Idee kommt, die Lücken selber zu füllen. Ein Thema ist auch tatsächlich, was kriegen wir für Texte rein? Oder das war es einfach ein Thema, also vorgegenderte Texte, auch wenn das sozusagen in den DeepSpeak-Empfehlungen deutsche leichte Sprache auch mit drin ist. Wenn wir es drin lassen würden, dann müsste man eigentlich dafür sorgen, dass vor jedem Text einmal kurz die Bedeutung von, was ist Gendern und wie funktioniert die Leseweise von gegenderten Texten, erläutern müssten. Wir haben uns entschieden, das sozusagen zu entfernen. Das heißt, wir müssen entdecken, ist dort gegenderter Text, und wir kennen ja die verschiedenen Genderformen, es sind nicht wenige, und die sozusagen entfernen und in eine neutrale Schreibweise zu überführen. Das Gleiche gilt übrigens mit dem Duzen. Es war auch nicht so einfach, zum Beispiel der KI ab und zu mal verfällt dann auch ganz gerne mal je nach Textsorte und wahrscheinlich Tonus, so ganz genau warum wissen wir auch nicht, verfällt die KI dann mal ins Duzen und ihr wirklich auch ganz klar zu sagen, du darfst nicht duzen, zum Beispiel. Anderes Thema sind auch sowas wie Sonderzeichen, Steuerzeichen. Das kennen Programmierer ganz gerne. Da nicht einfach nur KI-Übersetzung, sondern Automatisierung mit dranhängt, haben wir öfter das Problem gehabt, dass Steuerzeichen dazu geführt haben, dass plötzlich der ganze Prozess abgebrochen wurde. Und auch das muss dann sozusagen abgefangen werden. Einleiter von Auflistungen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, das ist wirklich nicht ganz trivial. Haben wir aber eben dadurch hinbekommen, dass wir wirklich die verschiedenen Varianten, die es geben kann, also ich glaube, wir haben insgesamt 12, 15 Varianten, die möglich sind, verwendet und dann immer wieder Beispiele selbst geschrieben und gesagt, wenn so, dann so, wenn so, dann so. Und das hat an sich ganz gut funktioniert, aber von alleine funktioniert das nicht. Tatsächlich haben wir gemerkt, die Anzahl an Textformen, die zumindest jetzt in der Testphase in unser Tool reingeschmissen wurden, hat uns überrascht.
Wir haben jetzt in etwa 300 Leute, die das Tool zumindest schon mal ausprobiert haben und mittlerweile etwas über 1000 Texte, die auch generiert wurden. Und da ist wirklich alles dabei gewesen schon. Also ob das jetzt Zitate aus Kants Kritik der reinen Vernunft sind oder ob das Gedichtauszüge waren oder wirklich einfach nur komplette Fragebögen kopiert und reingeschmissen und auf den Knopf gedrückt, da war alles dabei. Mit natürlich auch entsprechenden Ergebnissen und sicherlich auch nicht immer gut. Und für uns war natürlich auch die Frage, wie gehen wir damit um? Ist unser Ziel sozusagen auch dann perfekte Texte zu generieren oder perfekte Vortexte zu generieren als Rohmasse für die Weiterverarbeitung, auch wenn das, was reingeschmissen wird, alles andere als gut ist? Oder sagen wir, Vorarbeit muss auch geleistet werden, wie ich schon gesagt habe, geschlossene, in sich schlüssige Textformen, mit der so eine KI auch was anfangen kann. Das ist auch das nächste. Textfragmente, die nur in bestimmten Kontext Sinn ergeben oder die viel Vorwissen verlangen, da kann die KI die Lücke noch nicht füllen. Das gilt auch bei Texten mit starken Gedankensprüngen oder Einschüben. Ich habe es selber sehr viel auch ausprobiert. Und gerade Nachrichten zum Beispiel, wenn man die eins zu eins nehmen würde, wie man sie für normal lesende Benutzerinnen und Benutzer verwendet, wenn man die eins zu eins übersetzen lässt, dann tut sich die KI, in dem Fall zumindest jetzt unsere KI, auch noch schwer, weil es eben oftmals Geschichten sind, die im Kontext Sinn machen, die aber so viele inhaltliche Sprünge mitbringen, dass eine KI nicht genau weiß, wie sie diese Lücken füllen soll. So, das heißt, was heißt das hier in dem Fall? Derjenige, der unser Tool nutzt, der muss schon selber auch ein bisschen Arbeit leisten, ein bisschen Vorarbeit leisten und Texte auch schon ein bisschen aufbereiten. Das ist ähnlich wie beim Banken. Und was auch ganz spannend ist, welche Worte sind erklärungsbedürftig und wie stellt man eine Wortliste mit Erklärung zu den erklärungsbedürftigen Begriffen zusammen? Denn letztendlich ist es so, wir können natürlich nicht eine vollständige Liste erstellen mit Worten, die erklärungsbedürftig sind, sondern am Ende muss auch da eine KI eine Entscheidung treffen. Sie wird natürlich antrainiert, aber irgendwann muss sie eine Entscheidung treffen und eigenständig diese Wortlisten erweitern. Und auch das ist sicherlich nicht ganz trivial. Kritik an KI-basierten Übersetzungen. Natürlich habe ich mich vorbereitet. Ich habe natürlich auch, wir haben auch schon ein bisschen Feedback eingeholt. Ich lese natürlich auch im Internet, ich lese in Foren, ich lese auf LinkedIn, ich kriege ein Stimmungsbild mit. Und deshalb ist es natürlich so, dass ich das gerne auch hier einfach mal mit aufnehmen möchte, damit wir so ein Gesamtbild haben, über das wir sprechen können. Eine Kritik ist, dass formal betrachtet Texte nicht oder dass Texte nicht, formal nicht immer korrekt sind. Ja, ich lese das auch mal ein bisschen vor. Die Qualität von automatisch in leichte Sprache übersetzten Texten ist noch stark von der Qualität des Inputs abhängig. Nach dem, was wir gelernt haben, nach mittlerweile etwas über 1000 Texten, die übersetzt worden sind, es kann natürlich sein, dass viele auch einfach mal nur gucken wollten, was passiert, wenn ich irgendwas reinschmeiße. Ich nehme irgendwas, was auf dem Desktop liegt oder ich habe gerade eine Website offen und schmeiße mal irgendwas rein und gucke, was rauskommt. Das kann natürlich auch sein. Ich will also nicht vorschnell sagen, dass da die Idee dahinter steckt, irgendwie aus Stroh Gold spinnen zu wollen. Aber man hat manchmal das Gefühl, wenn wir über KI sprechen, dann sprechen wir nicht über ein Werkzeug, sondern über die Lösung, die das Endprodukt produziert. Ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann der Fall ist. In anderen Bereichen haben wir das schon fast. Also wenn wir so Übersetzungstool wie DeepL haben oder auch Google Translate, für den Alltagsgebrauch ist das ausreichend. Für die wirklich echten Übersetzerinnen und Übersetzer sind es trotzdem noch immer nur Werkzeuge. Aber die Frage ist eben, was ist unsere Erwartungshaltung? Aktuell ist es so, dass KI nicht die gesamte Arbeit übernimmt, sondern die Vorarbeit. Und trotzdem vor dieser Vorarbeit sollte man selber ganz bewusst auch sich mit dem Tool auseinandersetzen, vielleicht sogar eine Schulung machen und auch schauen, wie kann ich meine Texte optimal vorbereiten. Eine zu lineare Übersetzung, das stimmt. Menschliche Übersetzer und Übersetzerinnen übersetzen Texte in der leichten Sprache nicht linear. Das habe ich auch nie gemacht, sondern stellen zunächst auf fehlenden Kontext her. Um dann ohne inhaltliche Sprünge auf der jeweiligen vorangegangenen Textzeile aufzubauen und Worterklärungen werden dann sinnvoll eingebaut. Das ist tatsächlich auch immer etwas, was man als menschlicher Übersetzer eben tut. Man versucht zu verstehen, wie viel Vorwissen brauche ich, um überhaupt in diesen Text einzusteigen. Steigt der Text inhaltlich zu früh ein oder muss ich vorab Informationen einbauen, um sozusagen nachfolgende Informationen überhaupt konsumieren zu können? Das kann die KI
Nicht oder nur in begrenztem Maße. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben das auch so gemacht, wenn es dann geht. Dieser Text geht über oder schreibt über Goldschmiede, dann ist das schon eine Anweisung, dass wir der KI sagen, hör mal, stell doch hier bitte ein klein bisschen Kontext her. So ohne Kontext wird schwierig. Dann wird das Wort Goldschmied kurz erklärt und dann ist man so in der Story drin. Das ist dieser automatisierte Versuch, genau das zu tun. Aber am Ende, wenn man das also weitertreiben möchte, dann muss man als menschlicher Übersetzer eben auch selber da noch rangehen und das noch weiter ausbauen. Man kann eben so eine KI auch immer als Tool verwenden. Menschliche Konsistenz, ich habe schon gesagt, also ich weiß auch durch die Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, da werden Synonymlisten geführt und es macht ja auch Sinn oder Wortlisten geführt, sodass man eben auch für den gleichen Kunden bei Übersetzungen, die zeitversetzt stattfinden oder Übersetzungen, die nebeneinander stattfinden, aber zur gleichen Textsorte gehören, für die gleichen Worte, die gleichen, exakt die gleichen Erklärungen verwendet und so weiter. Oder eben als Ersatzworte auch wirklich immer die gleichen Worte verwendet und nicht mal das eine und mal das andere. Das kann KI aktuell noch nicht. Wenn es KI-Tools gibt, die dabei helfen, solche Wortlisten zu verwalten, ist das eine gute Sache, hat aber mit der KI-Sache an sich wenig zu tun. Das ist dann sozusagen einfach nur eine Support-Funktion, ändert aber nichts daran, dass die KI selber das automatisch nicht kann. Der ist das auch ziemlich egal. Fehlende Bebilderung ist auch so ein Thema. Es geht natürlich dann immer auch noch ein bisschen weiter, also über das Formale hinweg und über das, was man sozusagen an Fehlern in einer automatisch generierten Übersetzung finden kann, dass eben zu Texten in leichter Sprache auch noch viel mehr gehört, nämlich das Design, also Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstände, Laufweite, aber eben auch zusätzliche Bebilderungen, die das Verständnis von Texten noch weiter erhöhen und so weiter. Aber das ist etwas, was wiederum jeder selber machen kann. Ja, das heißt, die KI liefert aktuell zum Glück noch keine Gestaltung. Es ist aber eine Frage der Zeit, bis KI zu den Übersetzungen in leichte Sprache auch Bilder generieren wird. Das ist Fakt. Ja, ich weiß auch, dass andere schon daran arbeiten und dass die Idee und auch das Konzept jetzt nicht weit weg ist, direkt zu sagen, machen wir bitte direkt zu dieser Übersetzung noch drei, vier schöne Bildchen dazu, ist klar. Keine Prüfgruppen ist auch immer so ein Thema. Ne? KI-generierte Texte sind ja nicht geprüft worden. Das ist richtig, aber eine manuelle Übersetzung ist zunächst mal auch nicht geprüft worden. Sie wird geprüft. Das heißt, jeder, der zum Beispiel ein KI-Tool verwendet, um Texte in leichte Sprache zu übersetzen, kann A, die Texte erstmal noch weiter optimieren und nach seinen Bedürfnissen so weit optimieren, dass man sagt, okay, damit bin ich zufrieden, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und kann diese Texte auch in die Prüfgruppe geben. Theoretisch kann man auch die Geschichte jetzt eben von dem Fuchs direkt in die Prüfgruppe geben und dann schauen, was die Prüfgruppe zurückmeldet und diese Sachen dann korrigieren. Das ist aber auch jedem selbst überlassen. Grundsätzlich ist aber so, das Thema Prüfgruppen ist etwas speziell. Dazu hat jeder seine Meinung und ich auch. Kritikpunkt Trainingsdaten, das ist auch immer etwas, das hören wir aber im Kontext KI sehr oft. Und das ist auch absolut relevant. Wo kommen die Daten her? Womit wurde hier eigentlich trainiert? Wurde hier ausgebeutet? Ne? Also ich kenne das Thema ja nicht nur im Rahmen von leichter Sprache, sondern ich kenne es auch im Rahmen von Bildgenerierung, von Textgenerierung. Und das ist eine Frage, die wir branchenübergreifend tatsächlich auch klären müssen und die auch branchenübergreifend absolute Relevanz hat. Ja, in anderen Bereichen, wie eben bei Bildgenerierung, ich kann hergehen und einfach mit DALL-E zum Beispiel sagen, bitte nimm dir den Stil von diesem Künstler und generiere mir zu diesem Thema exakt in diesem Stil im Bild. So, da sind wir natürlich in diesem Bereich, wo ich sagen würde, wenn die KI das kann, dann muss sie wohl schon auch irgendwie mit entweder diese Bilderkennung können oder aber eben auch gleichzeitig schon mit Trainingsdaten antrainiert worden sein, dass ich einfach nur sagen muss, verwende bitte den Stil von diesem Künstler und mache das und dann kommt das auch raus. Ja, ich habe das auch mal ausprobiert, auch mit aktuell mit Grafikern, die eher so im Bereich Kalligrafie unterwegs sind oder mit Handlettering unterwegs sind und habe einfach mal nur Namen eingegeben von irgendwelchen amerikanischen Illustratoren, die Handlettering machen. Und da kamen schon bemerkenswerte Sachen raus. Und insofern, mir ist das Thema bewusst und ich will es nicht negieren. Was ist aber das Thema bei leichter Sprache?
Natürlich, Casey hat es letztes Mal auch schon gezeigt, natürlich kann man der KI sagen, hör mal, verwende bitte die Regel für leichte Sprache, aber ihr habt es eben auch gesehen, damit kommt man nicht weit. Ja. Die Ausgangstexte in leichter Sprache selbst, die Ergebnistexte in leichter Sprache, wenn ich mir irgendeinen Text aus dem Internet nehmen würde und sage, so, mach was damit, die sind für eine KI wertlos, weil die KI ja nicht weiß, was ist der Ausgangstext? Und die KI muss verstehen, ich habe einen Ausgangstext, ich habe einen Ergebnistext, das ist die Differenz. Bitte mach mir beim nächsten Text das genauso und muss verstehen, warum das sozusagen das Ergebnis korrekt ist oder falsch. Das heißt, einfach nur herzugehen und sagen, wir nehmen tausende von Texten aus dem Netz und geben das der KI und abgesehen davon, dass es die nicht gibt, wäre wertlos. Dazu kommt noch, dass fremde Texte in leichter Sprache, auch viele ältere Texte, formal ebenfalls nicht korrekt sind. Und das führt dazu, dass wir theoretisch, wo wir sehr auf die Präzision achten müssen beim Training, die KI mit falschen Daten füttern würden. Das heißt, auch das ist keine Lösung. Und dann ist es tatsächlich so, dass vorhandene Textdaten tatsächlich viel zu wenig Textformen und viel zu wenig Lebensbereiche abdecken. Wenn man mal guckt, was es so im Bereich leichte Sprache gibt, dann ist das natürlich sehr viel im Bereich Inklusion, Selbstbestimmung, aber auch viel im behördlichen Umfeld. Das deckt aber einfach viel zu wenig ab. Und tatsächlich so, die Texte, die man so im Web findet, die geben oftmals im Kontext nur Sinn. Also wenn ich auf der Seite der Stadt Köln bin, dann ist klar, dass all die Erklärungen in leichter Sprache sich auf die Stadt Köln beziehen. Wenn ich aber diesen Text rausnehme, könnt ihr euch gerne auch überall mal angucken und nehmt die Texte mal raus, dann werdet ihr feststellen, in meisten Fällen fehlt der Kontext und sie sind sinnlos. Was im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass wir einen Großteil der Texte tatsächlich einfach selber schreiben mussten. Und das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit abends, wo wir auch tatsächlich, weil wir ja auch die Textmenge brauchten. Also es reicht nicht nur aus zu wissen, okay, hier hinten raus kommt irgendwie sowas wie leichte Sprache. Wir wussten auch, dass wir maximal 2000 Zeichen inklusive Leerzeichen reinschmeißen dürfen. Das heißt, wir brauchten Textmengen von 2000 Zeichen bis 500 Zeichen oder 400, irgendwie so, und haben dann verschiedene Texte entwickelt, wo wir gesagt, so wie ich das jetzt auch bei dem Fuchs gemacht habe, und haben dann diese in Hand übersetzt und dann eben der KI möglichst viele Textvariablen zu geben mit den entsprechenden Übersetzungen. Das heißt, wenn ihr Ergebnisse seht von dem, was da drin ist, dann seht ihr auch viele Fehler, die wahrscheinlich ich selbst gemacht habe. Aber so in etwa muss man sich das mit den Trainingsdaten vorstellen. Zur Gegenkontrolle haben wir zum Beispiel auch immer mal, wenn man selber irgendwann auch betriebsblind wird, wenn man so viel übersetzt, das Language Tool leichte Sprache verwendet, um zu gucken, dass wir zumindest die gröbsten Fehler auch rausbekommen. Und das war sozusagen die Trainingsmasse. Und es war für unser Tool sogar relativ wenig. Man sagt, man so, muss eigentlich in der Regel mehrere tausend Beispielsätze haben, um so eine KI anzutrainieren. Bei uns waren es am Ende knappe 500. Also das war sehr überschaubar. Ich komme zum Ende. Was ist unser aller Ziel, auch mit Blick auf die Uhr? Diese Frage müssen wir uns alle stellen. Und die Fragen sind alle, so wie sie da sind, ernst gemeint und stehen weitgehend, ohne zynisch zu sein, gleichberechtigt nebeneinander. Wollen wir mehr Teilhabe und Inklusion? Damit Menschen mit Behinderung in allen für sie relevanten Lebensbereichen selbstbestimmt teilhaben können, braucht es mehr Texte in einfacher und leichter Sprache. Diese Menge an Texten können Menschen ohne Hilfe nicht produzieren. Wer in der Lage ist, das Gegenteil zu beweisen, dann nehme ich das gerne an, aber ich glaube, um alle Texte oder weitgehend alle relevanten Texte, nicht unrelevante Texte, aber alle zu einer selbstbestimmten Meinungsbildung relevanten Texte unseres Alltags und unseres Lebens tatsächlich in leichte Sprache zu übersetzen, das übersteigt sowohl die Fähigkeiten von KI aktuell bei weitem, aber mit Sicherheit auch die Fähigkeiten von Übersetzerinnen und Übersetzern. Dann ist die Frage, wollen wir Qualität statt Quantität? Auch das ist berechtigt, ne? Wenn am Ende vielleicht auch der Gesetzgeber sagt, kann man ja sagen, Menschen sind, also das ist ja Fakt, Menschen sind im Vergleich zu unbearbeiteten KI-Übersetzungen derzeit die präziseren Übersetzer von leichter Sprache, das ist Fakt. Ne? Die Frage ist, was leiten wir daraus ab?
Ist der Zielgruppe besser gedient mit wenigen perfekten Texten oder besser mit vielen Texten, die formal vielleicht nicht perfekt sind? So, also am Beispiel von dem Fuchs eben. Wenn man mich jetzt fragen würde, das Ergeben, der Ergebnistext dieses sehr schweren Textes über den Fuchs, der da durch den Auenwald schnürt, und ich nehme diesen Text in leichter Sprache, ich könnte mit meinem Gewissen absolut vereinbaren, einem Menschen, der auf leichte Sprache angewiesen ist, diesen Text zu geben und zu sagen, hier ist Text in leichter Sprache. Wenn ich den gleichen Text aber euch, Expertinnen und Experten in leichter Sprache vorlege, dann werdet ihr im Detail noch Dinge finden, wo ihr sagt, die muss man verbessern, die sind formal nicht korrekt und damit habt ihr vollkommen recht. Aber die Frage ist, wollen wir den Fokus legen auf diese Qualität, was okay ist, oder auf Quantität, wo der Zielgruppe mehr gedient ist, zumal das eine sehr temporäre Frage ist, weil ob das jetzt leichte Sprache IO ist oder ob das ein Tool ist wie Zoom AI oder irgendein anderes Tool oder vielleicht auch irgendwann eingebaut ist in Bing Chat oder irgendwann eine Extension in Word. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Stand von heute nicht der Stand ist, den wir in 5 oder in 10 Jahren haben werden. Und insofern ist es einfach eine berechtigte Frage. Und das führt auch zu der letzten, nämlich, was wollen wir? Und das ist auch eine berechtigte Frage, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe, in einem anderen Kontext, nämlich in dem eigenen, inwieweit man selber glücklich darüber wäre, wenn plötzlich, ich sage mal, im Bereich Accessibility Testing, im Bereich Schulung, im Bereich Design, im Bereich Programmierung, eigentlich nur noch alles die KI übernimmt. Ob man selber überflüssig ist. Möchte man das? Nein. Ist es ein realistisches Szenario? Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem ist es eine Frage in der Diskussion, was unsere Priorität ist. Also die Frage, ob KI irgendwann Arbeitsplätze überflüssig macht, stellt sich nicht erst, seit es Übersetzungstools für leichte Sprache gibt. Die Frage stellt sich in vielen Bereichen. Es ist eine moralische und gesamtgesellschaftliche Frage. Leichte Sprache bietet derzeit Arbeit für Übersetzungsbüros, Schulungsanbieter, Designerinnen und Designer, aber auch für Prüfstellen und Werkstätten. Auch das ist ein legitimer Ansatz und die Antwort liegt nicht in meiner Hand. Ich glaube an sich, wenn ich das Ganze betrachte aus der Sicht der Zielgruppe, für die es wahrscheinlich ein Traum wäre, unterstelle ich mal, wenn es in einer Fantasiewelt in Echtzeit sowohl Text in Alltagssprache als auch wirklich in leichter Sprache, nicht einfach da, sondern in leichter Sprache parallel immer direkt nebeneinander geben würde, dass das natürlich ein Traum wäre. Aber wir sollten dann KI trotzdem als Werkzeug betrachten. Klar ist, KI-basierte Texte müssen kontrolliert werden. KI-basierte Tools spinnen kein Gold. Ich glaube auch nicht, dass sie es tun werden. KI-basierte Tools brauchen unsere Unterstützung. Auf gut Deutsch, Mist rein, Mist raus. KI-basierte Tools haben kein Qualitätsbewusstsein. Eine schlechte Übersetzung ist für die KI genauso gut wie eine gute Übersetzung. Sie kann die Unterscheidung gar nicht treffen. Sie kennt kein Falsch und kein Richtig. Und wenn wir das wissen, dann werden solche KI-Tools zukünftig die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern hoffentlich deutlich vereinfachen und wir werden deutlich mehr Texte in leichter Sprache sehen. So viel dazu von meiner Seite. Hat ein bisschen länger gedauert, aber die Vorrede war auch schon 15 Minuten, also die fehlte mir. Das verkraften wir alle, Jörg. Erstmal herzlichen Dank für den sehr langen Atem und den sehr inhaltsreichen Vortrag. Ich fand es total spannend. Ich finde auch.